Und eine andere Sache muss ich auch noch machen. Ich glaube, das war doch hier oben irgendwo, ne? Haben wir da nicht hier irgendwo geforscht und sind dann ganz forsch da gelandet? Oh, Geröll für Wege. Ach, ist das schön. So, da eine Fackel hin. Und jetzt... Ja, also ich will hier schon wieder gar nicht sein. Und hier ist es mir auch schon wieder zu dunkel. Zack. Ach, du Scheiße. Ach, da fällt mir gerade was ein. Mutig wie wir sind, spielen wir natürlich auf Peaceful, weil ich ja zwischendurch immer noch an der Let's Show-Welt arbeite. Krank, wann kommt das nächste Let's Show? Jetzt nicht. Das heißt, hier können wir ja lange warten, bis uns irgendwas angreift. Hauptsache schön die spannende... Blöde Soundeffekte. Hauptsache schön die spannende Musik aktiviert. Aber hier Kindergarten machen. So, haben wir hier irgendwas? Nein. Uah. Ach, Mensch, ey. War es das? Geht's da oben noch irgendwo hin? Jetzt höre ich doch wieder einen Zombie. So ist es gut. So, das war das. Unbeschreiblicher Heldenmut. Was ist das denn? Ach, hier sind wir unten am Wasserfall. Na, das ist ja auch Koll. Voll Koll, Alter. Und das war auch voll schlau. Komme ich denn da jetzt hoch? Moment. Das ist eine Olympia. Das muss schwimmen. Ja, hier sind wir genau bei dem Wasserfall, den wir neulich noch, wo wir neulich noch diesen Übersteig gemacht haben. Diesen Überstieg, Übersteig. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Und jetzt würde ich hier gerne nochmal ganz kurz was gucken. Hab ich das Schwein gehört gerade hier irgendwo? Und diese Fußschritte von oben, die machen einen ja auch immer kirre, wenn man unterirdisch rumläuft. Hier haben wir noch jede Menge Kohle und da haben wir gar nichts. Da haben wir auch gar nichts. Ja, macht einen überhaupt nicht bekloppt, diese Geräusche. So, wo war denn das jetzt? Müssen wir da auf die andere Seite des Wasserfalles? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut. Aber ich habe etwas vor, sobald ich entdecke, was... ich weiß nicht, wie viele Kommentare es deswegen gab. 3 Millionen oder 50.000 oder keine Ahnung, wahrscheinlich zusammengezählt. Auf jeden Fall, irgendwo war hier irgend so ein popliger Diamant und dann haben sich alle wieder aufgeregt. Mensch, Gronkh, du hast den Diamant in der Decke gelassen. Das macht mich aggressiv. Und jetzt hatte ich sowas Schönes vor mit dem Diamanten, aber jetzt finde ich den leider nicht. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ist mir persönlich aber jetzt auch ziemlich... Also ist mir schon ein bisschen Wurst. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu dieser dramatischen Musik, die ganze Zeit zur Decke zu gucken. Deswegen hüpp ich hier einfach wieder runter und setze da unten meinen Weg fort. Diamant. Oh, Diamanten. So, ach Mensch, ich werde abgetrieben. Nein, Mutti. Gronkh! Über Abtreibung macht man keine Witze, das macht mich aggressiv. So, bin ich jetzt hier hochgestrauchelt oder ist das vom... Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre hier jemand, also in diesem Falle wir, vorbeigekommen. Und ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. An dieser Stelle war es letztes Mal recht dunkel und um die Ecke lauerten Skelette. Was natürlich jetzt überhaupt nicht mehr passieren kann. Dort hinten sieht alles sehr sicher aus. Ach, Kacke. Ja, oh, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt.
Alma-Musik. Und irgendwo platscht hier irgendwas. Hä? Gronkh, du hast da Eisen übersehen. Nein, ich sammel's ja ein. Meine Fresse, ist ja gut. So. Hey, Gronkh, du sammelst Eisen ein. Das macht mich aggressiv. So, ich hoffe nur, wir kommen hier nicht irgendwie im Badeland raus. Und mit dieser ganzen neuen Musik kann ich... Ach Mensch, sieh mal eine an. Was haben wir denn da unten? Na, mir schwant ja Übles. Ist das... Das ist doch wieder so eine Ich-will-da-gar-nicht-sein-Höhle. Kennt ihr Ich-will-da-gar-nicht-sein-Höhlen? Ach Mensch! Ich dachte, er kann hier hoch. Zwei Creeper. Was sieht denn das Handbuch in solchen Fällen vor? Ach, ach scheiße! Das lief ja ganz falsch jetzt. Das war so aber nicht geplant, mein Freund. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Da ist jetzt auch ein Zombie. Also ich würde da schon gerne runter, aber irgendwie der Kasperle-Verein da unten macht mir ein bisschen Sorgen. Ich mache jetzt mal die Kohle weg, die werden wir eh nicht brauchen. Davon haben wir genug. Und wir sind hier einigermaßen in Sicherheit. Ich hätte schon eine Idee, was wir machen könnten. Habe ich jetzt, was habe ich denn dabei? 4 Eisen. Mist, ich habe kein Holz dabei. Naja, ich lasse die erstmal da unten planschen. Hier oben geht's da weiter? Nein, nicht so. Geht's denn? Hier geht's sehr offensichtlich weiter. Ach du Scheiße. Ja, hier ist alles hell erleuchtet, aber ich traue dem nicht ganz so, seitdem wir eines schönen Tages einfach hinterrücks explodiert worden sind, sein möchten gern. So, hier ist alles hell, alles klar, dann können wir ja hier mal gucken. Ich hasse diesen verwinkelten Scheiß. Und da planscht schon wieder irgendwas. Ich glaube, wir sind endlich da, wo wir hin wollten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach du Scheiße. So, ich bleib einfach hier unten bei der Lava, da ist es schön warm und sicher und ich hätte vielleicht doch einen Eimer für Wasser mitnehmen sollen. Hätte uns ein bisschen Arbeit gespart, naja. Ach, scheiße. So, ja, Geröll, ich lass das Geröll mal hier. Bisschen Holz für eine Kiste wäre auch schlau gewesen, wenn man das mitgenommen hätte. Und da oben, Mann, was ist denn da oben nur und wie kommen wir da hin und... Ich höre schon wieder irgendwo was platschen. Boah, und erschrecke mich vor Erdblöcken. Ich glaube, es platscht hinter der Wand. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Also ich höre es auf diesem Ohr hier.